Ich sag's gleich mal vorab. In diesem Video wird es keine Spoiler zu Episode 9 geben. Also keine Sorge, wenn ihr den Aufstieg Skywalkers noch nicht gesehen habt. Das Video behandelt den ersten Teil der neuen Comic-Serie The Rise of Kylo Ren, welche den Fall von Ben Solo und Aufstieg von Kylo Ren behandeln soll. Der Comic beginnt mit Kylo Ren, also eigentlich Ben Solo, der vor den Trümmern des Jedi-Tempels steht, als dann ein Schiff mit drei, ich vermute mal Padawanen, am Tempel ankommt. Sie sind geschockt und wissen nicht, wie das möglich sein kann, da sie auch nicht in der Lage sind, die Präsenz von Meister Luke zu spüren. Aber sie fühlen jemand anderen, Ben Solo. Die Padawane landen und konfrontieren diesen. Sie fragen Ben, was passiert ist und wo Luke sei, worauf Ben sagt, dass sein Meister ihn im Schlaf angegriffen hat und dass er jetzt tot sei. Eine der Padawane, Vo, kann dies nicht wahrhaben und meint, dass Ben Meister Skywalker niemals etwas entgegenzusetzen hätte. Aber Ben meint nur, dass er stärker ist als sie alle zusammen. Und wenn's drauf ankommt, ist er auch mächtiger als Meister Skywalker. Die Padawane glauben Ben nicht und wollen wissen, was wirklich passiert ist. Aber Ben meint, dass er nur die Wahrheit gesagt hat, diesen Ort jetzt verlassen wird und dass sie alle das auch tun sollten. Dabei zücken zwei der Padawane ihre Lichtschwerter und sagen, dass Ben nirgends hingehen wird. Ben möchte einfach seine Ruhe haben. Vor allem, dass sie das alles nichts angeht. Und dann ist es soweit. Vo springt auf Ben zu und greift ihn an. Diesem gelingt es aber, die Padawan mit einer schnellen Handbewegung in der Luft festzuhalten und wiederholt noch einmal, dass sie keine Chance gegen ihn haben werden und sie ihn in Ruhe lassen sollen. Doch die Padawane lassen nicht locker, sodass Ben Solos Geduld ein Ende hat. Mit der Macht hebt er alle in der Umgebung liegenden Trümmer hoch und wirft sie auf die Möchtegern-Jedi, wobei einer leicht verletzt wird. Mit einem etwas bereuenden Blick sagt Ben erneut, dass er sie gewarnt hatte, verlässt die Schüler und geht zu seinem Schiff. Er zögert noch kurz und hebt dann ab. Die Padawane sehen, dass Ben wegfliegt und betreten ihr eigenes Schiff, um die Wunden ihres Verwundeten zu heilen. Doch Vo ergreift wieder einmal die Initiative, startet das Schiff und fliegt Ben Solo hinterher. Doch dieser dreht um und feuert auf das Schiff der Jedi-Schüler, beschädigt aber nur gezielt ihren Antrieb und lässt sie am Leben. Plötzlich bekommt Ben eine kleine Vision von seiner Mutter Leia und eine Rückblende von seiner Konfrontation mit Luke. Zudem spricht eine seltsame Stimme zu ihm, die sagt, dass Skywalker Angst vor ihm hatte. Zu Recht, da er Bens Kräfte schon immer unterlegen war. In der Rückblende steigt Ben aus den zerborstenen Trümmern seiner Hütte hervor und blickt auf den Jedi-Tempel. Dabei fragt er sich einfach nur warum. Warum hat Luke ihn angegriffen? Dabei war er auch zornig, streckte sein Lichtschwert in Richtung des Jedi-Tempels und schrie erneut warum? Als plötzlich ein gewaltiger Blitz aus dem Himmel herunterkommt und im Tempel einschlägt, worauf dieser in Flammen aufgeht. Ben wollte das alles nicht, worauf ihm die Stimme sagt, dass er dieses Schicksal auch nicht gewählt hatte, sondern dass es die Jedi selbst waren. Dann sieht Ben sich wieder in seinem Schiff und anders als geplant schlägt er seinen Kurs nicht auf Hosnian Prime an, sondern reist zu einem unbekannten Ort, wo er dann auf Snoke trifft. Und das ist der erste Teil der wahrscheinlich vierteiligen Comicreihe. Der zweite Teil erscheint dann am 15. Jänner, also in nicht mal einem Monat. Zudem lernen wir in dem Comic auch noch diesen netten Herrn hier kennen, welcher auf den Namen Ren hört. Aber über diesen werde ich erst dann ein Video machen, wenn wir mehr Informationen über ihn haben. Wenn ihr den neuen Film den Aufstieg Skywalkers bereits gesehen habt, dann vermute ich mal, dass dieser Comic noch mehr Sinn für euch ergeben wird. Wenn ihr den Film aber noch nicht gesehen habt, gibt's hier rechts meine spoilerfreie Meinung über den Film, sowie auch eine Theorie, die besagt, dass Rey die Auserwählte sein könnte. Und klickt ihr links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen,
denn dort gibt's tägliche Star Wars Fakten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.